Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Empyrean. Wir sind gerade mit Dante natürlich hier. Hallo. Hallöchen, ich habe schon echt gedacht, du vergisst mich jetzt wieder. Nein, nein. So, wir sind gerade auf dem Weg nach Talodar. Also ein Fresh Start. Also vielleicht, Muffy, sorry kurz, dass ich das jetzt unterbreche, ja? Aber vielleicht solltest du erwähnen, dass wir schon erstmal Pause gemacht haben, eine ganze Weile nichts mit dem Spiel zu tun hatten und wir jetzt eigentlich in die 7-6-1 komplett blind starten, weil laut Informationen, die mir zugekommen sind, ist es schon etwas anstrengender geworden oder beziehungsweise anspruchsvoller geworden. Und ich freue mich riesig, endlich mal wieder mit dir Empyrean zu zocken. So, da brauche ich ja nichts mehr zu sagen, hast du alles schon gesagt, sehr gut. Und ich freue mich auch riesig mit dir wieder durchzustarten. Oh ja, Mann. Genau, und ja. Dann dafür drücken wir jetzt auf Start und dann machen wir jetzt einfach mal 3, genau. 2, 1. Muffy, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Ja, dann und Start. Start. Wow. Okay, ich habe Level 2 erreicht, wie auch immer. Aber Muffy, ich habe was vergessen. Okay, Muffy ist noch nicht da. Alter. Gibt's hier nicht irgendwo ein Licht? Ach ja, ich hatte eine Lampe. Oh, hallo? Oh, da ist er. Muffy. Ja, natürlich. Hallo, in seiner Herkules-Gestalt. Warum? Level 2 erreicht. Ich habe gar nichts gemacht. So, ja, Level 2 habe ich auch schon erreicht. Aber ich habe ganz vergessen, es gibt ja gar keinen Absturz mehr. Ich war jetzt voll auf die Kapsel, ja? Halt die Klappe! Was denn, Alter? Ich kann jede Farbe nehmen, die ich möchte, ja? Er findet trotzdem immer was. Und damit ihr jetzt wisst, warum, zeige ich euch auch, warum er jetzt gerade schon wieder seine Späßchen macht, weil ich habe mich jetzt mal angepasst, ich bin nicht rot! Weil ich hatte eigentlich diese ständigen Dinger satt und jetzt hat er mich trotzdem wieder gefoppt, der Arsch. So. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, können wir hier irgendwo was mitnehmen, was holen? Ja, ich bin nämlich blau, wie immer. Hier kann ich nicht drauf zugreifen. Besser? Nee. Also ich würde sagen, wir machen das dann einfach so wie beim letzten Mal, weil das hat sich ja komischerweise, also noch nicht verändert. So. Und da steht es ja auch, wir müssen auf die Plattform. Guckst du auch mal überall rein? Na, ich kann nirgendwo drauf zugreifen, groß. Das. Ach so, stimmt. Ging nicht. Ich drücke jetzt hier einfach mal F. Alter, wo bist du hin? Auf die Plattform in der Mitte. Achso. Wow. Yo. So, und zur Erklärung, weil wir jetzt ja eine Weile nicht gespielt haben, ich hoffe, das Spiel ist jetzt echt nicht so laut, dass man mich jetzt nicht mehr versteht, haben wir uns jetzt erstmal den zweiten Planeten als Easy Start, weil wir sind ja echt schon ein bisschen raus. Hast du das schon aus deinem Schrank genommen hier? Ja. Ach, wo war denn das? Ich bin total raus. Was? Inventar ist immer noch Tab. Nee, ich muss kurz. Option, genau. Es ist zu laut. So, was ist das hier? Audio? Ach, der Erzscanner. Genau, cool. Das Motorrad-Set. So. Gut, okay, in dem Anzug kann ich mal schon legen. Also ich gehe mal davon aus, du hast dasselbe wie ich. Eine Waffe, ja. 300 Schuss, 2 Medipacks, 2 Giftpillen, 4 Rationen, 7 mal Wasser. Ja, also das Startinventar hat sich nicht groß verändert. Startinventar, ja. Ja, genau, das hat sich jetzt nicht großartig verändert. Wenn wir trotzdem mal die kleinen Medipacks schon mal wieder auf die 8 packen. Den Bohrer und die Kettensäge lege ich auf die 2 oh, und 3. Fetten Leck. Was, du hast einen fetten Leck? Irgendwas ist ja los. Was, wieso? Wieso hast du ein fettes Leck? Okay. Gut, weil hier wird ja sowieso nichts weiter zu holen sein. Da wird nichts drin sein, das ist eine Anzugstation, Muffy. Ja, ich sehe es gerade. Also ein bisschen was weiß ich noch, aber auch nicht mehr viel. So, ich würde sagen, hier drinnen können wir, glaube ich, auch die Helme absetzen. Wie ging das jetzt? Ach, setz den Helm wieder auf. Sorry, der musste jetzt sein. Wenigstens bin ich nicht in Alien-Kotze gelandet. Ja, war ja klar.
So. Aber du leuchtest übelst, ey. Oh, hier ist Strahlung. Wo? Jetzt nicht mehr. Oh ja. Hier ist Strahlung. Okay, ich glaube, wir müssen ganz schnell hier raus. Ist der Kern irgendwo? Ich glaube, das hat nichts mit dem Kern zu tun. Okay, ich höre mächtig komische Geräusche. Ja, ich auch. Also das Springverhältnis hat sich noch nicht verbessert. Wie sind wir jetzt eigentlich hier rausgekommen das letzte Mal? Ach, warte mal, da drüben ist ein Fahrstuhl. Wo denn? Jetpack. Juhu! Ja. Oh, nur fliegen ist schöner. Oh shit! Oh, Schwein gehabt. Aua. Ich hätte vielleicht nach unten gucken sollen. Hä? Wow, 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 wow. Okay, aufladen. Zack. Okay, ich bin raus. Ja, genau, okay. Die Destroyed Factory. Dein? Ah. Oh, hier rennt schon Kollegen rum. Ach, hier, das sind die. Ja, ja, bitte nicht abschießen, da hinten liegt ein Rucksack. Ich muss gleich mal gucken gehen. Rucksack? Ja, hier hinten liegt ein Rucksack. War das jetzt hell oder dunkel? Ne, es sind noch 10, 11 Minuten, bis die Sonne untergeht. Ich hab übelst die Lags. Was, du hast Lags? Ja. Wie, bei dir ruckelt's oder was? Ein bisschen. Okay. Also bei mir läuft's eigentlich flüssig. Wow. Also Leute, sorry, wenn's mal ruckelt. Ich weiß nicht. Wow, hau ab. Ich hab einen Rucksack gefunden. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, weil, boah, von mir aus. Toll. Was denn? Was war da drin? Ja, alles Mögliche. Also das ganze Startinventar quasi noch. Ey. Okay, hier ist aber übelste Radioaktivität, warum auch immer. Boah, ey, was also, ist denn das? Das sind 9 Rad. Hast du mal auf den Ping geguckt, bevor du connected bist? So auf den was? Auf den Ping zum Server. Eigentlich schon. Und was hat er gesagt? Ich habe aber immer, ich hab 31. Du hast Ping. Ja 29. Ja, keine Ahnung, was los ist. Vielleicht solltest du die Grafikqualität mal runtersetzen. So ein bisschen. Kann auch sein. Armer. Ah, das können wir dann in der nächsten Folge probieren. Ach, warum ist hier so übelste Radioaktivität? Das verstehe ich jetzt aber gerade überhaupt nicht. Ich meine, gut, das stört jetzt quasi nicht so. Ach, das ist wahrscheinlich auf dem Planeten so, hä? Bestimmt. Denke ich mal. Okay. Boah. Wie war denn das jetzt eigentlich? Muss ich den jetzt in die Hand nehmen? Ich glaube, den muss ich in die Hand nehmen, um das zu sehen, oder? Weil hier ist ein Prometheum-Lager. Das Zeug. Wo bist du noch da? Ich bin hier oben. Wenn ich gucke auf die Minimap. Mhm. Ich bin gerade am Erforschen, wie das mit dem Erdscanner war. Also Leute, es tut mir leid, wenn es ruckelt. Okay, hier ist eine Abbauzone, ich sehe aber gerade keins. Weil irgendwie hat es doch immer so komisch geschimmert, oder? Ach, du musst, glaube ich, hier diesen Scanner. Den habe ich in der Hand, ich habe ihn auch ausgewählt. Wo ist er denn? Aber ich bin gerade am Überlegen, wie es überhaupt noch war, weil er ist ja schon eine Weile her. Ein Bohrer musst du in der Hand nehmen. Ach stimmt, den Bohrer. Okay. Jetzt sehe ich es, ja. Okay. Gut, also haben wir das jetzt auch rausgekriegt, wie das funktioniert. Jawohl. Gut. So, wie wäre es? Wollen wir uns jetzt eine Stelle suchen zum Bauen irgendwie, oder? Ja, natürlich. Aber wir sollten vielleicht, warte mal. Ich habe mal kurz eine Idee. Wir machen das jetzt erstmal so, wir haben ja die Mopeds. Ja. Wieso habe ich jetzt eigentlich, achso, ich habe ja ihn eingesammelt, ja. Gut, stimmt. Wollen wir erstmal eine Faction gründen? Ja, das können wir sofort machen. Nachdem ich jetzt das gemacht habe. Wie ging das jetzt nochmal? Ach ja, genau. Und dann, Fraktion. So, Explorer, würde ich sagen, gründen. Achso, es geht nur auf Human. Jo, wie nennen wir uns denn? Mafia. Ja. Auf ein neues. Auf ein neues. Echt jetzt? Ja. Okay. A-E-N. Ja, ich muss sie erstmal ausschreiben.
auf ein neues Set. Ja, toll. Und Set wäre dann auf. So. Set. Okay. Du kannst dich jetzt mal bewerben. Bitte. Hab ich. Hast du. Okay. Bestätige. Und befördere. Und ich kann dich nur zum Mitglied befördern, leider. Okay. Mehr geht nicht. Könnte dich höchstens noch entfernen, ja. So. Dann machst du mal ein Häkchen rein. Hatte ich gerade vor, aber gerade war in... Genau. So, dann wollte ich das jetzt machen. On. Ausgabe, Input, Warteschlange. Wieso geht das jetzt nicht? Nein. Ach, warte mal, das war doch... Wo war es denn jetzt, das Moped? Wo war das Moped? Da war das Moped. Da legst du da. Naja, ich baue mir gerade das Moped. Okay. Damit wir hier ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich hoffe, das Ding ist nicht mehr so laut wie vorher. Dass es ein bisschen gesitteter zugeht. Mhm. Das Ambiente ist schon echt krass. Aber ich frage mich, ist der Planet überall jetzt verstrahlt oder gibt es auch Stellen, wo es nicht so ist? So, das dann darfst du. Warte. Ich werde in der Zwischenzeit mal gucken, wie das sich das Moped anhört. So. Okay, es ist immer noch verdammt laut. Und es sieht immer noch so stylisch aus wie vorher. Ach, du hast zwei gehabt da drin. Was? Zwei Mopeds. Warte mal, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab glaube ich. Achso, waren das zwei Mopeds? War jetzt noch eins fertig? Dann nimm das gleich. Ist doch egal. Dann musst du es nicht so lange machen. Ich hab nur eins reingemacht. Achso. Okay. Nein, weil du den Rucksack dann aufgenommen hast. Ja, ist ja richtig. Ist ja eigentlich schon wieder beschiss, aber na gut, das sehen wir jetzt mal drüber hinweg, hoffe ich doch. So. Also das mit der Radioaktivität nervt mich gerade, ganz ehrlich, ja. Das ist die ganze Zeit hier so Radio. Bist du fertig? Ja. Ja. Kann ich den, konnte ich den jetzt irgendwie wieder aufnehmen? Mit Shift? Ja. So. Das Ding ist schweinelaut, ey. Alter. Ja, warte mal, wir gucken jetzt erstmal auf die Map. Ach ja. Suchen wir uns mal einen Platz irgendwie. Mehr am Wasser oder mal mehr im Wald? Nee, Wasser. Wasser. So wie immer. Haben sie die Pole geändert jetzt? Nee. Nee, die sind immer noch zu. Erster TS. Ah. Dann hätte ich, warte mal, wir gucken mal. Hier ist auch immer ziemlich neblig, finde ich. Ist nicht so hellfreundlich. Hast du was gefunden? Warte mal. Ja, ich gucke gerade, in welche Richtung ich muss. Oh, ich glaube. Ich glaube, das bin ich. Da müssen wir jetzt einfach nur in die Richtung. Aber ich hoffe echt, dass das nicht zu laut ist, dass man mich wenigstens noch hört. Weil das Moped ist verdammt schweinelaut. Ja. Aber es geht. Es geht. Es geht. Oh. Felsen genau am Kopf. Oh, wow. Der Strand sieht doch schon ganz gut aus hier, finde ich. Der Strand? Der Strand. Oder wollen wir wieder in den Berg reinbasteln? Nee, Strand ist gut. So, na gut. Wir müssen halt bloß mal gucken, wie es hier in der Umgebung mit jetzt zum Beispiel Futter oder so ist. Das hier? Kann man dich essen? Nee. Okay, die Blume leuchtet im Dunkeln wahrscheinlich. Ah, hier ist ein Corndogs. Immer wieder diese Corndogs. So. Okay. Gut, also jetzt am Wasser bauen oder? Ja, ich denke, aber ich muss mal kurz hier bei dem Video. Einmal. Was willst du?
Was willst du? Ich muss mal kurz, ganz kurz die Videosteuerung mal anders machen. Die Videosteuerung, okay. Die Auflösung. Achso. Das willst du jetzt schnell machen, ja? Ja. Okay, daran hat sich nicht viel verändert. Jetzt habe ich wenigstens schon mal Schotter gekriegt. Gut, also während Muffy an seiner Einstellung rumfummelt. Oh ey, gibt's hier echt keine Stelle, die nicht radioaktiv ist? Das ist ja echt heftig. Voll auf den Sack. Ja gut, spätestens wenn wir da eine Behausung haben, müsste das hier weg sein. Quasi. Also, ich bin dann gleich wieder da. Du gehst jetzt aus dem Spiel. Ich hab Probleme, ja. Ja, okay. Also, bis gleich. Bis gleich. So, in der Zeit werde ich schon mal ein bisschen weitermachen. Das war jetzt schade für Muffy, aber ja, ist jetzt so. Nee, Quatsch. So. Dann drücken wir mal den hier. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt schon machen können. Gut, ich meine jetzt dadurch, dass ich jetzt den Rucksack aufgenommen habe, war das wahrscheinlich nicht so prickelnd. Aber, ja, gut. Geht jetzt auch noch schlimmer. So, den könnte ich jetzt quasi, ja, den müsste ich herstellen können. Ja, wo ist die Uhr? Achso, ich müsste ja natürlich auch anmachen. So. Shit. Den Kern habe ich doch. Nein, brich ab. Mist. Achso, dazu müsste ich ihn bestimmt erstmal da ausmachen. Mal, kann ich das nicht abbrechen da unten? Ah, das ist ja echt mies. Das kann ich nicht abbrechen. Scheißen, stimmt nicht. Ich habe sogar zwei Kerne. Na gut, dann lass den jetzt erstmal durchlaufen. Müssen wir dann eben halt bei Zeiten erstmal wieder was machen. So, dann setzen wir jetzt mal einen Kern. Hoffe, Muffy ist gleich wieder da. Oh Gott. Oh Gott, muss mal kurz. Ah, oh, Verzeihung. Ich habe mich tierisch über die Nase gekrabbelt. So, 4. Und den kann ich, warum auch immer, nicht setzen. Ach, warte mal, ich glaube. Hat sich das auch schon wieder geändert, ja? Ich kann den Kern nicht einfach so setzen. Wieso ist jetzt hier an der Auslage nicht drin? Weil es jetzt abgebrochen hat, okay. Dann machen wir das mal anders. Dann packe ich jetzt den Kern hier rein. Und wir machen jetzt nochmal einen Base-Starter. Ah, okay. Das scheint immer noch ein bisschen Probleme zu machen. Aber ist jetzt schon nicht schlimm. Das passt schon. Und das ist auf Garantie O plus ein Kern. Also von daher kann man jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes ist. So. Ja, und es ist ein Kern. Hat er jetzt. Ach ne, das ist jetzt. Alles klar. Das ist jetzt bloß diese Anzeige. So, also strukturelle Integrität ist glaube ich auch an. Ich hab's jetzt nicht ausgemacht. Ah. Hey Muffy, bist du wieder da, ja? Ja, ich bin wieder da. Super. So. Und es läuft jetzt flüssiger. Und ich muss immer noch. Ich muss immer noch auf dem Kern stehen. Was machst du? Eigentlich. Wie wurden das jetzt mit P, glaube ich, wa? Ja. Oh, Base. Base BA, okay. Das ist die Fraktion. Okay. Interessant. So. Und läuft jetzt besser bei dir, ja? Ja, so halbwegs. Ja, okay. Du nimmst aber auch auf, ja? Ja, ich nehme gerade. Ich nehme auf. Gut. Du bist live bei mir, hallo. Live vor allen Dingen. So, dann würde ich sagen, wir machen mal ein paar Blöcke. Stahl. Ich stelle jetzt auch mal mein Ding hin. Achso, wie sieht denn das jetzt aus? Machen wir jetzt erst Stahl oder künstliche Masseblock? Betonblock. Ha, das ist jetzt die Frage. Ich mache erst mal 10 Stahlblöcke. Wir bauen jetzt gleich aus Stahl, oder? Ja. Weil Eisen haben wir hier in der Nähe. Ist ja bloß 166 Meter weg.
Da müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Fünfter. Stahlblöcke werden gebastelt. So, aber Maffi, wenn du möchtest, überlasse ich dir das Bauen und ich gehe mal schnell schon ein bisschen Eisen holen. Das kannst du machen. Wir sind ja über Funk, ne? Ja. Ist ja Empyrean, nicht hier irgendwie mittelalterlich oder so. Ja. Du hast ja dein Headset, ich hab meins. Mhm. Jeder zu Hause. Alles gut. Ja, das war die Rache für damals, hä? Ja. Könnte ich mir schon fast denken. So. Recht schnell ist on. Und Startblöcke, ja? 11. Ja, genau. Der Bohrer ist auch extrem laut. Ich hab quasi globale Probleme, dich zu verstehen, wenn ich den Bohrer anhab. Okay. Also das müsste ich. Du holst Eisen, ja? Ja, ja, ich hol Eisen. Ja, das müsste ich dann bei Gelegenheit auch mal ändern, weil das ist extrem laut. Dass die Motorräder wieder im Tubus sind. Das ist ja. Bitte was? Die sind schon wieder in so einem Viereck. Aber gerade bei uns ist es noch nicht, also. Nee, aber jetzt. 10 Stück. Achso, was ich überhaupt mal gucken wollte, wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Skillen? Ah. Okay, das sieht ja ganz vielversprechend aus. Achso, haben wir uns jetzt eigentlich schon über die Folgenlänge abgestimmt oder machen wir das wieder frei Schnauze? Ja, ich denke mal so nicht über 30. Okay, Maffi. Ja. Wir haben Solarzellenblöcke. Was? Und einen Energiegenerator. Nee, Kondensator. Solar. Das ist gut. Gut. Krass. Cool. Wollen wir im Wasser dann? Ein bisschen so im Wasser bauen? Ja, deswegen habe ich die Sonar da vorne dran gesetzt. Den Haken müsste ich auch schon reingemacht haben. Oder beziehungsweise ich habe sie auf Fraktion schon umgestellt, dass du auch dran arbeiten kannst. Ja, ich habe schon Blöcke gesetzt. Und ich würde sagen, Bodengleiter, wollen wir es nochmal probieren oder lassen wir den weg? Den lassen wir weg. Ja, warum auch immer, aber mit dem kommen wir alle beide nicht klar. Ne. Also nicht so wirklich. Was brauche ich denn eigentlich für meinen Bohrer? T2. Brauche ich schon mal Level 10. Okay. Das ist Level 7 brauche ich da. Was? Ja, wird interessant. Ich mache erstmal eine Plattform sozusagen. Ja. Okay. Also so ein Viereck. Schade, dass man die ganze Sternenkarte nicht mehr sehen kann. Das ist echt ein bisschen. Ja. Oh, hier drüben wäre noch ein geiler kleiner See gewesen. Den sehe ich jetzt erst. Na ja, gut, ist egal. Mhm. Ja, macht ja nichts. Alles gut. So, jetzt ein bisschen einstellen auf Lautstärke, das muss ich dann beim nächsten Mal unbedingt ändern. Also jetzt bitte nachsehen. Falls ich jetzt schreien muss und man hört mich jetzt nicht so. Deswegen sage ich das jetzt noch. Deswegen sage ich das jetzt noch, während ich gerade nicht bohre. Also bei mir wird es jetzt ziemlich laut. Wer das nicht sehen möchte, schaltet zu Mafium und ich sag Bescheid, wenn er bei mir wird einschalten können. Wenn es bei mir zu laut ist, weil Dante gerade rumschreit, dann schaltet zum Dante ansonsten. Ja, nee, also nur zur Info, ich bohre jetzt, also falls man mich nicht versteht, entschuldigt das bitte für die erste Folge. Ja. Wir tun ein bisschen was, also wir sind immer noch neu hier. Ja, neu kannst du jetzt nicht sagen. Ja, aber wir fangen mal wieder an, also das ist ja wieder ein Glück fresh. Aber wollen wir die Generatoren hier nicht eigentlich im Kern, also unterm Haus bauen? Welche Generatoren? Oder wollen wir die Solarzellen dann schon gleich bauen? Ne, die Solarzellen müssten schon freigeschaltet sein eigentlich. Welchen bauen? Ja. Solarzellenblöcke und Energiekondensator. Ja. Müsstest du quasi bauen können, ja. Ja. Aber ich habe 10 Punkte, deswegen passt das. Geht nicht. Kann ich nicht freischalten. Oh! Alter!
Ich habe gerade einen Eisenblock abgebaut, das hat auf einmal Bumm gemacht und ich hatte 143 Eisen. Oh. Okay. Ja, ich meine, das Gute ist, also ich muss jetzt nochmal kurz aufhören mit Bohren. Das Gute ist ja, dass es jetzt wirklich eine Ader ist quasi, die jetzt nicht mehr nur so einen riesen Klumpen enthält, sondern dass es so wirklich so verteilt ist, wie man es gerade bei mir sieht jetzt. Also das ist schon, ich finde das schon genial, ganz ehrlich. Aber es dauert halt auch ewig, bis man mal dick ist. Entfernen von Gestein, geht das jetzt eigentlich klar? Wirklich nur für oben. Also Leute, wir machen erstmal hier für den Boden davon. Hä? Nee, ich erkläre es gerade, wie ich baue. Ich dachte, auf mich schießt gerade was. Erstmal für den Boden davon. Also die KI müsste eigentlich aber auch an sein, wenn ich weiß. Ja? Aber also, müsste eigentlich an sein. Ich weiß nicht, wie es hier der da so mit der KI halt. Das werden wir dann mehr. Ja. So. Bums. Oh nee. Was? Ach so, die tun ja nichts. Die tun nichts. Nee, das geht erst in der zweiten noch so. Aber wir müssen aufpassen, weil es gibt auch oben, die zerstören die Base, gell? Okay. Das weiß ich, ja, ja. Die kommt von der Facility, glaube ich. Von der Facility? Aber nicht ja. Von der Destroyed'n, oder? Nee, die ist weiter hinter. Ah. Die erste Nacht sind es zwei. Die erste eine, dann zwei, dann vier und sechs und so weiter. Also werden das quasi immer mehr. Ja. Okay, jetzt haben wir also einen Eisenblock hier bei mir gerade. Cool, also ich finde das richtig geil gemacht mit den Erzlagern jetzt. Und nochmal 141. Ich bringe auch gleich wieder Schotter. Und nochmal 778. So, aber die Frage ist, komme ich jetzt hier noch raus? Aber eigentlich ja. Jetpack? Ja, gut, ich komme noch raus hier. Also kann ich den Rest jetzt ruhig noch machen. Ich habe ja noch 5 Ladungen, dadurch, dass ich jetzt... Also wie gesagt, entschuldigt das bitte, dass ich jetzt den Rucksack einfach mitgenommen habe. Das war jetzt ganz am Anfang nicht nachgedacht, aber naja, gut. Ich fange ja erstmal klein an, gell? Zu bauen, also ganz... Ja. Juhu, 126, nice. Also den bulle ich mich jetzt nicht durch. Da vorne ist noch ein größerer, oder 12. Ich glaube, ich muss echt, dass wir den Weg nach draußen jetzt selber abschneiden. Einmal hier rum. Aber gut, ich müsste eigentlich immer noch, da vorne ist eine Kante, ja, ich müsste eigentlich immer noch rauskommen. Glasplatte, Stahlplatte, Glas. Nur eine Glasplatte. So, aber Werkzeuge gibt's hier jetzt, nee, ich kann das hier aber nicht. Doch, warte mal, ich kann die Audio-Lautstärke, die ambiente Lautstärke kann ich sogar hier einstellen. Sorry, dass ich das jetzt erst mitkriege. Hast du Level 3 oder so? Warte, kann ich dir gleich sagen. Ich will bloß mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege hier. Mit der Einstellung. Ist alles ein bisschen. Finde ich schon viel besser. Ist aber immer noch ziemlich laut. Muss die Gesamtlautstärke noch ein Stück runternehmen. Das mal lauter, das leiser. Ja, jetzt ist es ein angenehmes Maß. Oh, herrlich. So, Muffin, was hast du gesagt?
Bist du Level 3 oder so? Achso, warte, ja, wollte ich gerade gucken. Tech Tree. Ich bin aktuelles Level-Spieler Level 2. Und ich sehe aber auch gerade keinen Fortschrittsbalken mehr. Nee. Doch, hier, Level 2. Ich habe 10% für bis Level 3. Okay. Also das dauert noch ein bisschen. Aber ich denke mal, das wird so wie immer sein mit Jagen, bist du dann eben ziemlich schnell auf einem höheren Level. Mit Fleischbeschaffung und so. Das bringt uns jetzt aber noch nicht viel, weil wir können ja nur in dem kleinen Konstruktor was zu essen machen. Ja. Also von daher würde ich sagen, wir warten damit noch ein Stück. Ich glaube, ich muss das echt noch ein Stückchen leiser machen. Also das, dieses Ding, dieses Solarteil da, ne? Ja. Ziemlich groß. Ja, ist mir schon klar. Es muss ja auch einen gewissen Satz an Strom produzieren. Also ich glaube mal, das klatsche ich jetzt in, oben auf dem Dach. Dazu brauche ich aber... Naja, die Frage ist, kannst du es auch so hinstellen oder musst... Ach nee, es muss ja mit der Base verbunden sein, oder? Das muss mit der Base verbunden sein. Und wenn du es jetzt einfach machst, dass du eine Blockreihe nimmst, von mir aus die Gitterblöcke, die nicht so viel Eisen fressen, und dann so eine Leitung ziehst und das dann da drauf stellst, dass es hauptsächlich mit der Basis verbunden ist, also quasi wie so eine Pipeline... Das könnte gehen. Weil du musst das ja nicht die viereckigen Blöcke nehmen, du kannst ja auch die runden, du hast ja verschiedene Formen, weißt du? Ja, ja, nee, ich baue erstmal simpel. Ja, ist richtig, also akribisch oder architektonisch können wir später machen, wenn wir genug haben. Ja. Beziehungsweise haben wir ja auch noch was anderes vor, wenn wir jetzt schon mal wieder hier sind. Ja. So, also ich würde sagen, wir sind aber jetzt erstmal am Ende von der ersten Folge. Weil wir sind schon bei 31 Minuten. Zu schnell, gell? Ja, so schnell geht's. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch rauskomme, aber ich glaube eigentlich schon. Also wow. Zumindest. Oh. Also ich habe schon mal das Ding drauf. Okay, warte, ich komme gleich mal noch schnell gucken. Mhm. Wenn ich es jetzt schaffe. Wow. Und ich bin draußen. Alter, das ist ein übelstes Loch. Echt böse. Ah, okay, ich sehe. Oh, du hast aber viel geschafft in der kurzen Zeit. Alter Falter. Ja, gell? Krass. Nicht schlecht, Herr Specht. So, in der nächsten Folge wird es dann dunkel, so wie halt immer. Also, ja. Dunkel halt. So, aber weißt du was? Ich glaube, die Drohnen kommen doch erst, wenn wir irgendwas einschalten, oder? Wahrscheinlich. Oh ja, das Solarpanel sieht richtig geil aus. Krass. Herrlich. Aber die vier Balken kenne ich irgendwoher. Also die vier Quadrate unten in der Ecke. Hast du schon gesehen? Naja, komm mal her hier. Die sind dann bestimmt auch irgendwie involviert, wenn die Sonne drauf scheint. Die kenne ich irgendwo. Ah, ja. Alles klar? Ja. Gut. Okay, also ich würde sagen, also das sieht ja schon mal, mega hammergeil aus. Aber ich habe noch hier. Möchtest du das nicht ein Stückchen vorsetzen noch, dass es mit dem gesamten Fuß auf dem Fuß hier vorne steht? Boah, Multitool, sonst kann ich nicht bauen. Abbauen. Ach stimmt, ja, okay. Ich baue das erstmal so dran. Ja, baue es erstmal so dran, genau. Okay. Alles klar. Gut, ja, ich würde sagen, cooler Einstieg. Du hast jetzt selber noch einen Konstruktor gesetzt, ja? Okay. Nee, einen Kondensator. Nee, ich meine hier oben. Den Überlebenskonstruktor, ja, ja, ja. Das Ding. Hättest du gar nicht gebraucht, du Nase. Aber na gut. Ja, so ist er halt. So ist er halt. So, ich setze hier schon mal noch ein paar Dingsblöcke an. 204 Eisen habe ich übrigens mit. Nee, 900, also über 1000 habe ich mitgebracht. Können wir erstmal ein paar Eisenbahnen machen. Dass du hier weiter basteln kannst. So, ich habe jetzt mal 300 angesetzt. Und dann würde ich sagen, für die erste Folge. Also, Muffy ist schon richtig weit, obwohl es hier ein bisschen dunkel ist auf dem Planeten. Also werden wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich wieder wegkommen. Und Energiekondensat. Ich glaube, wir hätten vielleicht doch auf Akua anfangen sollen. Aber das war Muffy zu langweilig. Also, wer sich beschwert, dass es jetzt dunkel ist, bitte Beschwerden an Muffy leiten. Und um es gleich dazu zu sagen, das LP von Empyrean wird eben auch so laufen, wie Muffy Zeit hat und wie ich halt Zeit habe. Also kann es passieren, dass da mal eine Weile was kommt, also dass da mal ein bisschen was kommt, dann kommt mal eine Weile nichts und dann kommt mal wieder was. Weil wir müssen das ja, wir müssen uns auch zeitlich abstimmen, dass es von der Zeit her passt. Und ja, wenn es jetzt wirklich so selten ist, dass was kommt, dann machen wir die Folgen auch ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja, genau. Also, aber dann auch nicht länger wie 40 oder maximal 50 Minuten, weil das kann sich ja auch keiner freiwillig angucken. Und bevor es jetzt ganz dunkel wird, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich tierisch auf dieses Projekt in Empyrean, wieder endlich mit Muffy zu zocken. Oh und, ja, ich mich auch. Ja, genau. Lasst ein bisschen Feedback da und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Von mir auch. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein bisschen Feedback da und guckt auch mal beim Dante, nicht nur bei mir. Nein, Quatsch. Alles gut. Bis zur nächsten Folge, ja? Ciao, ciao. Als ob, war.